Hallo, mein Name ist Thomas von fansport.de. Ich möchte euch heute die neue GoPro HD Hero 2 vorstellen. Die Cam ist der Nachfolger von der legendären GoPro HD Hero. Sie hat jede Menge neue Features und wir sind gespannt, was die Kamera taugt. Die Kamera ist in drei Varianten erhältlich: einmal als Surf-Edition, als Outdoor-Edition oder als Motorsport-Edition, die ich hier in meinen Händen halte. Die Kameras sind alle in der Grundausführung gleich. Sie haben jedoch verschiedenes Montagezubehör enthalten, was für die entsprechenden Sportarten am besten geeignet ist. Im Lieferumfang ist natürlich die HD Hero 2 in einem 60 Meter wasserdichten Gehäuse. Eine Anleitung, die momentan aber leider nur in Englisch und in Französisch dabei ist. Aber man kann sich sicherlich auf der GoPro-Webseite die Anleitung bald in Deutsch runterladen. Ein Lithium-Ionen-Akku, das ist der Standard-Akku, der auch schon in der alten GoPro verwendet wird. Das heißt, dieser ist auch kompatibel. Er hat 3,7 Volt und 1100 mA. Die Lithium-Ionen-Technologie verspricht natürlich weiterhin auch bei kalten Temperaturen gute Akkulaufzeiten. Das wird zudem von der GoPro noch unterstützt, dass die GoPro einen integrierten Akkuwärmer hat, sodass der GoPro noch mehr, dass man noch mehr Ausbeute aus dem Akku herausholen kann. Dabei ist natürlich wieder ein Standard-USB-Kabel für die Verbindung mit dem Computer, ein paar GoPro-Stickers und eine offene Rückwand. Ich zeige das mal kurz für Leute, die es noch nicht kennen. Bei der GoPro kann man die Gehäuserückwände einfach austauschen, indem man sie einfach rausklickt und durch andere Gehäuserückwände ersetzen. Die Rückwand ist jetzt, da sie offen ist, optimal geeignet, um bessere Tonaufnahmen mit dem integrierten Mikrofon zu gewährleisten. Nun kommen wir zu dem speziellen Montagezubehör, was nur bei der Hero 2 Motorsport Edition enthalten ist. Da sind zum einen 5 Klebepads dabei. Drei Klebepads sind für gerade, glatte Oberflächen gedacht. Und zwei Klebepads sind für gewölbte Oberflächen, zum Beispiel für Helme, am besten geeignet. Natürlich ist bei der Motorsport-Edition der altbewährte Saugnapf dabei. Ein wirklich sehr solides Produkt, hat sehr große Saugkraft. Ich kann es dann kurz mal hier demonstrieren. Also da kann man schon richtig doll dran ziehen. Der hält einiges aus, kann gut an der Windschutzscheibe, an der Karosserie oder anderen glatten Oberflächen montiert werden. Des Weiteren ist noch ein kleiner Schwenkarm dabei, der montiert, dieser Schwenkarm wird hier an dem Saugnapf montiert und ermöglicht das Abwinkeln der GoPro. Zusätzlich ist noch ein höher gelegener Clip dabei, mit dem kann man die GoPro direkt drauf montieren und kann die GoPro noch stärker anwinkeln, was man mit den normalen kleinen Clips dann nicht kann. Gut, um mit der GoPro loszulegen, braucht man eigentlich nur den bereits vorgeladenen Akku einzulegen. Und eine leider nicht im Lieferumfang enthaltene SD-Karte einzusetzen. Die GoPro verwendet weiterhin Standard-SD-Speicherkarten bis zu 32 GB. Wir empfehlen die Verwendung von Class 10 Speicherkarten, da nur mit Class 10 Speicherkarten ein schneller Schreibzugriff auf die Speicherkarte gewährleistet wird. Das neue GoPro mit dem schnelleren Prozessor definitiv benötigt. Also Speicherkarte rein. So, wenn man jetzt die GoPro einschaltet, meldet sie sich gleich mit dem klassischen Einschaltpiepser und es fällt gleich ins Auge, dass die GoPro ein komplett neues Display hat. Das Display hat die gleichen Abmessungen wie das der HD Hero, jedoch ist dieses Display jetzt wesentlich hochauflösender. Denn es handelt sich um ein Dot-Matrix-LCD-Display. Nun kann man endlich die Statusinformationen und Einstellungen detailliert abrufen und braucht sich nicht wie bei der alten GoPro HD Hero irgendwelche Abkürzungen merken, um die GoPro zu bedienen. Seitlich neben dem SD-Kartenslot sieht man, dass jetzt ein Mini-HDMI-Ausgang verbaut ist. Dieser Anschluss gewährt die digitale Ton- und Videoübertragung, beispielsweise zu einem Fernseher. Auf der anderen Seite hat GoPro weiterhin einen analogen Audioausgang und Videoausgang verbaut, der über Standard 3,5 mm AV-Kabel
benutzt wird. Mittig ist der USB-Anschluss gleich geblieben. Neu hinzugekommen ist ein externer Mikrofoneingang über eine konventionelle 3,5 mm Klinkenbuchse. Das wird viele von euch freuen, dass man mit der GoPro auch endlich gute Audioaufnahmen hinkriegen kann. Sicherlich kennt ihr alle das Problem von der alten HD Hero. Wenn ihr eine Aufnahme macht mit der Kamera, schaut ihr als erstes, ob die Kamera auch wirklich läuft, indem ihr vorne auf die Status-LED guckt, ob sie rot blinkt. Das hat GoPro bei der neuen HD Hero 2 besser gelöst, denn wenn man jetzt eine Aufnahme startet, im Videomodus, blinkt nicht nur vorne eine Status-LED, sondern auch oben, unten und hinten. So könnt ihr aus jedem Blickwinkel sehen, ob die Kamera läuft. Bei der neuen GoPro HD Hero 2 ist es nun möglich, aufzunehmen in Full HD und den Aufnahmewinkel einzustellen. Dieser Aufnahmewinkel, auch Field of View genannt, kann jetzt variiert werden zwischen 170 Grad, 127 Grad und 90 Grad. Das hat einen Vorteil, man muss nicht für jede Perspektive eine andere Auflösung wählen, man kann in Full HD weiterfilmen und den Aufnahmewinkel variieren. Weiterhin wird der Photo Burst Modus unterstützt. Dieser Modus ermöglicht jetzt, 10 Fotos die Sekunde zu schießen in einer 11 Megapixel Auflösung. Zusätzlich gibt es weiterhin den Fotointervallmodus. Mit dem Fotointervallmodus kann in bestimmten Zeitintervallen ein Foto geschossen werden. Diese Einstellung kann man in dem Menü konfigurieren. Jetzt ist es möglich, das Intervall von 0,5 Sekunden bis zu 60 Sekunden zu setzen. Selbstverständlich gibt es auch bei der neuen HD Hero 2 einen Selbstauslöser für schöne Selbstporträts und Gruppenfotos. Mit dem neuen LCD-Display ist es jetzt wirklich ein Kinderspiel, die GoPro zu konfigurieren. Man braucht nicht mehr wie früher das Handbuch und muss irgendwelche Abkürzungen aus dem Kopf kennen. Man geht in das Menü und kann die Einstellung in Klartext auswählen. Die Menüführung der Hero 2 ist gegenüber der alten HD Hero deutlich verbessert worden. Man muss sich nicht mehr durch alle Menüpunkte durchklicken, um das Einstellungsmenü wieder zu verlassen. Denn das Menü ist jetzt in zwei Ebenen aufgeteilt. In der ersten Ebene befinden sich die wirklich wichtigen Einstellungen. Die Foto- und Videoauflösung, Field of View, sprich die drei Einstellungen von 170 Grad, 127 Grad oder 90 Grad Sichtbereich. Die Intervallzeit für den Fotointervallmodus von 0,5 bis 60 Sekunden, die Konfiguration des Upside-Down-Modus, um verkehrt rum zu filmen, die Belichtungseinstellung, Spot-Mode oder Normal-Mode und die Konfiguration des One-Button-Modes. Mit dem One-Button-Mode kann man die GoPro einschalten und sie filmt gleich einen vordefinierten Modus los. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten klickt euch mal rauf auf funsport.de. Dort haben wir die neue Kamera und auch allen möglichen Zubehör dazu. Und macht immer fette Videos und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Video.